Genau, ihr könnt hier so ein bisschen rumtrollen, die Admins unter sich. Was ist das hier für eine Folge, Leute? Wollt ihr mich trollen? Oder was ist das jetzt hier? Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Gommelsahakt. Und wir haben heute mal eine kleine neuen Gast, sage ich mal. Normalerweise spiele ich ja mal mit dem Team, spiele ich heute auch. Aber hier vorne, der Milchbubi spielt heute mal Ingame mit. Milchbubi, moinsen. Wenn du Bock hast, kannst du dich vielleicht auch auf dem Teamspeak kurz muten und was sagen. Aber nur wenn du Bock hast, weißt du. Mensch, der Milchbubi macht heute mit. Das ist ja echt unglaublich. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie lange er durchhält, ob er schon die nötigen Skills hat, um hier 5 Minuten durchzuhalten oder nicht. Und ich würde... Warum habe ich da Knöpfe? Soll das Eier sein oder was? So, Gommes sagt... Was ist das überhaupt? Der schaut einfach in die Videoantworten und schaut sich die letzte Folge an. Kein Bock jetzt gerade auf die Erklärung. Wir wollen hier zocken, zocken, zocken. Und Gommes sagt, schaut nach oben. Schaut auf den Boden. Okay, Gommel sagt, schlagt einmal in die Luft. Gommel sagt, schlagt zweimal in die Luft. Schlagt einmal in die Luft. Der Milchbubi, guck mal, Milchbubi. Gommel sagt, Milchbubi, guck in die Luft. Wenn ich muss ihn irgendwie dauernd anschauen, ne? Ihr wahrscheinlich auch immer hier Milchbubi, damit wenn er einen anschaut. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, springt dreimal. Sie sind die Gummi-Daddies. La 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 la. Wow, wow, die bekommen Schaden alle. Okay, ihr lebt ja aber noch. Gomme sagt, springt. Dreht euch. Gomme sagt, stopp. Schlagt einmal in die Luft. Ihr seid aber echt harte Kerle. Also, man kriegt euch auch gar nicht down. Was haben wir hier noch bei der Map für Optionen? Aha. Was ist das denn? Ach. Laber doch nicht! Habe ich euch erstmal alle gerade in meinem Planschbecken gesortiert. Stopp, Gomme sagt stopp! Gomme sagt stopp! Wer jetzt im Chat jemanden tötet, der ist automatisch schon mal raus. Gomme sagt, kommt mal. Ich kann es nicht abbauen, lol. Lol! Ah, Gomme sagt, kommt mal hier raus. Gomme sagt, geht auf eure Plätze. Geil, geil, geil. Gomme sagt, dreht euch wild um euch. Hä? Falsches Deutsch, FTW. Gomme sagt, folgt mir. Schreibt ein A in den Chat. Gomme sagt, schreibt ein A in den Chat. Schreibt ein B in den Chat. Gomme sagt, dreht euch. Schaut nach oben. Meine Güte. Gomme sagt, geht auf eure Plätze. Gomme sagt. Was sagt denn der Gomme? Gomme sagt, ich baue hier mal ganz schnell eine kleine Jump-and-Run-Sache auf. So, Moment, das sollte machbar sein. Gomme sagt, schafft das Jump-and-Run. Gomme sagt, es geht los mit Sepp. Komm mal her. Gomme sagt, die anderen bleiben alle auf ihrem Platz. Und geschafft. Das muss jetzt immer automatisch weitergehen. Jetzt kommt Dreamseer und Nico immer so einer Schlange der Schlange nach. So, komm. Einer nach dem anderen. Das muss jetzt schnell gehen. Hopp, hopp, Fladdy kann schon mal starten. Ist hier wie in Sport im Unterricht. Milchbubi. Oh scheiße, jetzt hat er verkackt. Oh, oh, wir sprinten, sprinten. Nicht vergessen. Ja, und noch bitte einmal sprinten. Ich wünsche es mir. Ja, ja. Wer das jetzt nicht schafft, das Jump'n'Run, der ist ein Noob. Der ist ein richtiger Noob.
Der Stand-Up des Tages. Gomme sagt, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Gomme sagt, Snox, weitermachen. Alle weitermachen hier. Gomme sagt, weiter. Gomme sagt, Freaks auch schon mal weitermachen. Bitte, bitte, schaff es nicht, bitte. Nein, er hat's geschafft. Schade, ich dachte mal, ich kann hier jemanden rauskicken. Nein, immer noch alle drin. Gomme sagt, geht mal wieder bitte auf eure Plätze. Denn nun kommt etwas, was schon ein wenig mehr Skill erfordert. Und zwar benötigt ihr alle erstmal einen Bogen. Den gebe ich euch gerne einzeln. Gomme sagt, bitte nicht mit euren Blöcken irgendeinen Mist machen. Hust, hust, Pizza. So, hier ist ein Bogen. Milchbubi, da ist ein Bogen. Vladi, da ist ein Bogen. Nico, da ist ein Bogen. Ich brauche wieder neue Bögen, meine Güte. Dreamzy und Sepp. Gomme sagt, geht mal bitte alle hier hinten auf diese schwarze Fläche. So. Ich baue nämlich in der Zeit hier ganz schnell etwas hinten auf. Dafür brauche ich Schienen. Und ihr kennt ja meine Baukünste, Leute. Dass ich das hier schon bauen kann, ist ja, das grenzt ja schon an die Unmöglichkeit. Das ist ja eigentlich unmöglich. So, ich baue nämlich nun hier eine Lore hin. So, und ihr könnt wahrscheinlich schon erraten, was ihr da genau gleich machen müsst. Erstmal gebe ich mir selber ein paar Pfeile und einen Bogen. So, Bogen, Bogen, Bogen. Gomme sagt, stopp. Gomme sagt, ich verteile nun Pfeile, sodass jeder wirklich einen erhält. Wer keinen erhält, der muss sich bei mir im Chat melden. Ich verteile noch. Aber es sollte so wirklich jeder welche erhalten. Ich schmeiße auch welche daneben, damit auf jeden Fall jeder welche hat. So, ich mache das mal eben hier vor. Man wird ungefähr hier starten, auf diesem Block, wo ich drauf bin. Noch nicht voreilig werden. Hier startet man drauf. Gomme sagt, noch nicht starten. Hier werdet ihr drauf stehen und dann müsst ihr von hier hinten das Minecart da hinten abschießen. Und ja, getroffen, getroffen, getroffen. So. Gomme sagt, Nico, bitte einmal schießen. Gomme sagt, nicht schlagen da hinten auf den billigen Plätzen. Gomme sagt, jeder von euch hat einen Schuss. Oh, Nico hat getroffen. Nico, komm bitte an den Rand. Genau, richtig. Und Gomme sagt, nächster. Gomme sagt, Freaks, ein Schuss hast du. Und wird er den Schuss versenken oder nicht? Er wird ihn versenken. Er wird ihn. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet, dass ich Freaks hier mal ein paar Pfeile in den Kopf schießen kann. Komm her, komm her. Nein, Spaß. Dafür braucht man natürlich ein Diamantenschwert. Wie er raged einfach mal. Spacken. Gomme sagt, Milchbubi, bitte an den Start. So, wie er einfach mal darüber hinwegfällt. Gomme sagt, Milchbubi, bitte treff hier hinten die Lore. Du musst ungefähr auf dieser Höhe... Er hat getroffen, Leute, ne? Freaks, du bist der Spacken des Abends. Der Noob des Abends. Alle können ab nun an in die Kommentare schreiben. Entweder Milchbubi ist der Oberbabbo oder Freaks LP ist der Oberspacko. Dankeschön. So. Ja, bitteschön, Mensch. Leichen können auch sprechen, das gibt's ja nicht. Hier bei Gomme sagt, ist alles möglich. Gomme sagt, Sepp, komm mal bitte auf den Block. Du bist dran. So, Gomme sagt, treff mal bitte die Lore. Auch getroffen. Gomme sagt, nächster Schauler ist dran. Schauler, bitte an den Start. Gomme sagt, drei. Genau, mach dich fertig und schieß, wenn du möchtest. Gomme sagt, schieß, wenn du möchtest. Aha, aha, aha. Und? Kommt da nochmal heute was oder ist er... Ah, Schauler. Schauler ist also auch der Noob des Tages, habe ich gehört. Nein, das klingt so gemein, obwohl ich es gar nicht so meine. Gomme sagt, Snox. Gomme sagt, Snox, bitte an den Start. Und Gomme sagt, Snox, bitte trefft die Lore. Och man, Gomme sagt, nicht schlagen. Wer schlägt denn hier? Ich bleib jetzt hier hinten stehen. Und er hat leider nicht getroffen. Und wieder einer ist raus. Gomme sagt, Aircraft, bitte mal an den Start. Und Gomme sagt, mach dich bereit und dann einfach schießen. Oh, wer war das? Wer war das hier? War das etwa der Oberspacken hier? War das
Ja, das war er. Gomez sagt, ey Croft, komm. Du bist schon gut eintrainiert dadurch gerade. Du schaffst das. Komm, ich bin auf deiner Seite. Was war das denn? Ich hab auf dich gesetzt hier. Völlig daneben. Gomez sagt, ja, er wollte Trickshot machen oder was. Gomez, ja, Trickshotten. Oh, das ist doch geil hier bestimmt. Sowas hier, ne? Okay, Gomez sagt, Dream sie bitte mal die Lore treffen. Und nicht getroffen, schade. Schade, Schokolade. So, komm. Gomez sagt, Vladdy, bitte die Lore hier hinten treffen. Und wird er treffen oder nicht? Ah, knapp. Immer in diesen stillen Momenten, da trifft irgendwie niemand. Das ist immer das Gleiche. Na, dich möchte ich aber auch nochmal töten. Boah, habt ihr es gerade gesehen, wie verrenkt er da gerade aussah? So. Und du kommst hier hinten mal aus der Lore raus, ne, Kollege? Gomez sagt, wer ist noch dran? Tobi next door. Einmal bitte die Lore treffen. So. Oh, völlig daneben. Etwas zu hoch. Na, Kollege? Bam! Und ich finde eigentlich, Gomez sagt, Pizza, komm. Gomez sagt, trifft die Lore. Oh, Feuer. Lass das doch. Nein, alles. Nein. Gomez sagt Pizza. Gomez sagt, geht mal alle hier weg. Gomez sagt Pizza, trefft die Lore. Und der letzte im Zuge. Gomez sagt, treff die Lore in 3, 2, 1. Möchtest du auch mal was machen? Trickshot wollte er machen und der ging leider daneben. Okay. Und verbaut er. Jetzt flippen hier natürlich auch alle aus. Okay. Jetzt kommt die Strafe des Tages hier. Oh. Hier ist ein Spacken oben drin. Was soll denn der Kack hier? Oh, aber. What the fuck? Was habe ich denn hier für Schwerter? Geil. Gomez trank da langsam. Oh yeah. Kann ich den werfen? Ach du Scheiße. Oh, der Trank war, glaube ich, etwas überbauert. Ich dachte, der macht einen langsam. Hier steht doch... Ach, des langsamen Todes. Ach ja. So genau. Der langsame Tod. Verdorrte steht im Chat. Dreamsy verdorrte. Wo Lava? Was ist mit Lava? Keine Lava. Hä? Nein, nichts mit Lava machen. Gomez sagt Stopp. Ich werde hier schon wieder getrollt, wie in der einen Gomez sagt Folge, was ich nicht okay finde. Ja, Pat, du Schwacken, ne? Ich finde das nicht okay. Gomez sagt, alle, die noch im Spiel sind, bitte auf ihre Blöcke wieder gehen. Wir müssen natürlich hier weitermachen. So, 3 Leute sind nur noch drin im Spiel. Okay, Gomez sagt, wir haben noch 3 Leute im Spiel. Gomez sagt, schaut nach oben. Schreibt ein A in Chat. Schreibt ein B in Chat. Gomez sagt, schlagt einmal in die Luft. Schlagt dreimal in die Luft. Name ich Hubi. Es tut mir leid, aber damit bist du auch raus. Hab kein Gomez sagt davor gesagt. Und wir haben Finale. Finale mal wieder in einem schönen Gomez sagt Special Bliblablut. Diesmal Sepp Gör gegen Nico. Und ich würde mal meinen, ich verteile an der Stelle hier und ich muss mir den Ton leiser machen. Alter. So, ich würde mal meinen, hier, Sepp, nimm mal ein Holzschwert. Gomez sagt, Nico, nimm mal ein Holzschwert. Und Gomez sagt, Nico, du kommst mal hier in die Richtung, in die Ecke. Und Gomez sagt, Sepp, du kommst in diese Richtung. Warum hast du Game Mode, Sepp? Game Mode 0, Sepp. Kann niemand Sepp Gamebot geben? Nehmen. Wäre sehr nett. Okay, dankeschön. Gut, dann würde ich mal meinen, das Finale im chaotischsten Admin-Troll-Land ever ist eröffnet mit Lava und die drumherum. Gomez sagt, Nico gegen Sepp gehört tritt in 3, 2, 1, go an! Wer wird. Ich muss noch was sagen, ich habe gerade Standbild. Du hast ein Standbild. Oh, ja. Oh, okay, dann warten wir mal. Gomez sagt mal, alle eure Feuerwerke lassen. Das sorgt nur für solche Standbilder.
Das ist natürlich nicht gerade gut. Mega lag momentan. Also bei mir läuft alles wunderbar, bei dir nicht. Ja gut, du hängst auch in Spinnenweben, Sepp, ne? Muss man auch sagen hier an der Stelle. Ich habe ein FPS, das sind keine Spinnenweben. Du hast aber eine gute Kartoffel, ne? Als Computer, muss man schon sagen. Also es ist schon wirklich, wirklich gut. Und hier wird die Map gesprengt, hier wird die Map gesprengt. Das nenne ich mal das Land der Spacken. Oh, Nico ist wieder drin. Ich habe gerade, Moment, auf mich warten. Das müssen wir nochmal machen, wenn ich mein Ding wieder zum Laufen gekriegt habe, weil da leckt jetzt alles gerade. Jo, gib einfach Bescheid im Chat. Gomme sagt, genau, ihr könnt hier so ein bisschen rumtrollen, die Admins unter sich. Was ist das hier für eine Folge, Leute? Wollt ihr mich trollen? Oder was ist das jetzt hier? Ey, aber ich muss mich kurz reloggen. Ja, ja, mach das. Abgestürzt. Alter, was ist das hier, Mann, für kranke Comment-Blöcke? Oh, Jungs, Mann, lasst den Scheiß. Ey! Ich möchte... Ich merke das schon, das ist ja das. Ihr seid hier die Bubis schlechthin. Kaum ist mein Milchbubi dabei, schon flipp mal aus. Budumtsch. Gomme-Mode. Alter, aber man muss schon sagen, das Feuerwerk ist wirklich schön. Mein Skin ist wirklich hässlich jetzt nach der ganzen Nummer hier mit der Lava und dem Rest. Und wer hat denn da TNT? Das habe ich genau gesehen. Nein, mein Arm ist eh aus Obsidian. Ich bin nicht aus Titan, ich bin aus Obsidian. Ich muss tippiert werden. Okay, nee, wir machen das woanders hier, das Finale, du gegen Nico. Gomme sagt, Dreamsy, komm mal bitte mit. Oder porte dich mal zu dir und porte mal bitte hierhin den Nico und Sepp Gör, wo ich gerade hier stehe. Okay, das ist auch selber. TP, Sepp. Gomme HD. Okay, TP, Nico. So. Okay. Moment, Sepp, du bekommst natürlich hier noch ein Schwert. Und dann würde ich mal meinen, Gomme sagt, entfernt euch ein wenig voneinander. Ich mache hier mal ein kleines Finalfeuerwerk. Und sobald, Gomme sagt, sobald diese Feuerwerke, die ich gleich loslasse, alle explodiert sind, dürft ihr in den Kampf ziehen und euch töten. Achtung, in 3, 2, 1 und schauen wir mal, wann ihr los dürft. Jetzt dürft ihr. Gomme sagt, wer wird heute gewinnen? Ich denke, oh, Nico landet erstaunlich viele Trefferpunkte. Und Nico hat gewonnen. Nico hat gewonnen heute. Glückwunsch an Nico. Gut gespielt von Sepp und von allen anderen natürlich. Na, nee, gut gespielt von allen anderen. Weniger mit der Trollerei hier, möchte ich mal meinen. Lob an Sepp und Nico. Und natürlich Glückwunsch besonders an Nico. Und mit dieser komischen Troll-Folge beende ich das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall einen Daumen hoch sehr freuen für diese eigenartige Folge. Und dann haut rein. Tschö mit Ö.